Hallo, ich bin Simon von ilovebodybuilding.de. In diesem Video geht es um den wahrscheinlich dreistesten Fitnessmythos, der immer wieder und seit Jahren am Leben gehalten wird, von der Werbeindustrie gnadenlos ausgeschlachtet wird und bestimmt Millionen damit verdient werden. Es geht um den Fitnessmythos, dass du durch intensives Bauchtraining, das man natürlich mal mit einer besonderen Maschine machen soll, ein Sixpack bekommt, sein Speckpack in Sixpack verwandeln kann, und das ist eine riesengroße Lüge, ist eine riesengroße Sauerei, dass damit immer wieder geworben wird. Ganz oft hast du sicherlich schon die TV-Werbung gesehen bei den bekannten Teleshopping-Sendern, dass du eben durch ein intensives Bauchmuskeltraining mit einer ganz besonderen Maschine, manchmal sind es auch gar keine Maschinen, sondern es sind nur so eine Elektrostimulationsgürtel, die man sich um den Bauch macht, intensiv Muskeln aufbaut, Fett verbrennt und innerhalb kürzester Zeit ein grandioses Sixpack bekommt. Da werden natürlich auch mal so eine Vorher-Nachher-Fotos gemacht, wo man dann schon sagt, wow, wie konnte der denn seine dicke Trommel auf einmal in dieses stählerne Sixpack verwandeln? Und dann bestellen ganz viele Leute eben diesen Schrott und fallen auf den großen Fitnessmythos rein. Um es hier einfach mal klarzustellen, ein Sixpack bekommst du nicht in erster Linie durch ein ausdauerndes, immer wiederkehrendes Bauchmuskeltraining, sondern in erster Linie bekommst du dein Sixpack, indem du deinen Körperfettanteil senkst. Das heißt, du musst abnehmen, weniger Körperfett haben, damit die Bauchmuskulatur überhaupt sichtbar wird. Durch das Training mit dieser besonderen Maschine oder möglicherweise machst du auch gar nichts und sitzt nur auf der Couch und lässt die Maschine für dich arbeiten, wirst du marginal Energie verbrennen. Das heißt, das, was du an Energie verbrennst, das ist so winzig, dass es überhaupt gar keinen Ausschlag darauf hat, ob deine Bauchmuskulatur sichtbar wird oder nicht. Das heißt, durch ein explizites Training der Bauchmuskulatur erreichst du kein Sixpack. Ja? Das Sixpack erreichst du nur, indem du den Körperfettanteil senkst. Und dazu kannst du natürlich deine Muskulatur stärken, deine Bauchmuskulatur aufbauen, aber das bringt überhaupt nichts, wenn eben eine dicke Fettschicht über deinem Bauch ist, und die wirst du mit diesen beworbenen Maschinen niemals los. Das war's dann von mir zu diesem wirklich ekelhaften Fitnessmythos, mit dem so viel Geld verdient wird und wo so viele Leute letztendlich enttäuscht sind und vielleicht auch gefrustet sind vom Sport und gar nicht mehr wissen, wie sie letztendlich zu ihrer körperlichen Traumform kommen. Du wirst nichts geschenkt bekommen, du musst hart an dir arbeiten. Bauchmuskeltraining ist sicherlich gut, aber eine angepasste Ernährung und ein Ausdauersport, um den Körperfettanteil zu senken, ist viel essentieller. Fallt bitte nicht auf diese Wunderwaffen rein, auf diese Stimulationsgürtel und auf diese tollen, klapprigen Maschinen, die ihr zum Mondpreis bei den Teleshopping-Sendern kaufen könnt. Ich hoffe, ich konnte dir in diesem Video so einen kleinen Denkanstoß geben, dass das alles nur Hokuspokus ist, was da beworben wird. Und das wenigste davon wirklich der Wahrheit und der Wissenschaft entspricht. Das war's dann soweit von mir. Viele Grüße, Simon.